Glaube ich zumindest. Nee, Quatsch, noch nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall hier ein Rätsel lösen. Das weiß ich definitiv. Hier ist nämlich eine Tür mit dem Symbol der Herzlosen. 4 Ausfüllungen sind zu sehen. Ja, und die müssen gefüllt werden. Und hier ist eine Truhe, an die wir blöderweise nicht rankommen. Warum auch immer. Nee. Ich will da aber hin. Warum geht das nicht? Wie war das? Ach nee, ich glaube, wir müssen erstmal in die Bibliothek, ne? War das gar nicht? Wir müssen erstmal hier rein, in die Bibliothek. Ein Raum, der euch vielleicht bekannt vorkommen dürfte. Und hier seht ihr jetzt... Die Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Hier ist die A-Reihe. Ein Buch fehlt, wie man sieht. Und das ist das nächste Rätsel. Also ihr seht, Hollow Bestien ist von Rätseln besät. Karma Band 8 erhalten. Das sieht nach diesen Büchern aus. Das sind rote Bücher. Hier ist die K-Reihe. Karma Band 8 ins Regal eingefügt. Ich konnte es nicht so schnell lesen, weil das viel zu schnell weg war. Ihr seht, der Zugang öffnet sich. Und wir sind jetzt... Ja, hier ist der Raum, wo die Cutscene stattfand. Hier oben irgendwo war Sora. Hier war Kairi irgendwo. Und hier saß die ältere Dame, dessen Stimme ich nicht so gut imitieren konnte. Ja, das gebe ich zu. Weil ich einen Frosch im Hals hatte in diesem Moment. Und die können wir hier auch drehen. Dann kriegen wir nämlich ein schönes Item. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir das beeinflussen können. Ja, das war schon mal gar nichts. Wir spielen jetzt praktisch ein bisschen Roulette hier, um zu versuchen, an das Item ranzukommen. Yes, wir haben es geschafft. Elixier erhalten, wunderbar. So, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal in den oberen Bereich der Bibliothek. Ich glaube, hier ist sogar ein Speicherpunkt. Also hier kommt keine Herzlosen vor, jedenfalls wüsste ich das nicht. Das ist, glaube ich, der einzige Raum auch. Ah, hier ist ein Triotech. Sehr schön. Ein weiteres grünes Triotech und wir können uns das Buch runterholen. Sehr schön. Azas Glück Band 3 erhalten. Wunderbar. Und hier seht ihr einen Speicherpunkt. Oh, das ist auch was Schönes. Hier ist nämlich ein Buch, das gar nicht in dieses Regal gehört. Illis Tod Band 6 erhalten. Hier ist die Z-Reihe. Ein Buch fehlt. Ja. Und hier ist wieder so ein Roulette-Teil, den wir drehen können. Auf Anhieb richtig. Ist das geil? Also wir scheinen das doch beeinflussen zu können. Hier ist die Mega Potion für uns. Sehr schön. Ich glaube, hier oben auf dem Regal selber, auf den Regalen selber liegt, glaube ich, auch noch ein Buch. Oder hier ist zumindest eine Truhe. Genau da drüben ist sie. Die wollen wir natürlich auch haben. Schwer ein Anti-Z-Gummi. Wir kriegen so viele Anti-Z-Gummis. Das ist ja nicht normal. Das Buch haben wir noch nicht, aber ich glaube, wir haben ein gelbes Buch. Nee, auch nicht. Hier ist die D-Reihe, ein Buch fehlt, ja, wissen wir. Okay, dann müssen wir nochmal in den unteren Bereich, ins Erdgeschoss. So, ich finde übrigens auch die Musik von Hollow Bestien sehr, sehr geil. Ich finde es jetzt so ein bisschen was Beruhigendes, finde ich. Hier ist die A-Reihe, Arthas Glück Band 3, ins Regal stellen. Aha. Sieh an. Ein neuer Gang eröffnet sich. Und hier ist schon wieder ein falsches Buch im falschen Regal. Das geht ja gar nicht. Trollband 6 erhalten. Da fehlt nur noch dieses Trollgesicht dazu. Trollo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 l. Ja, ist klar. So. Hier ist eine Säule. Eine sehr schöne Säule. Hier ist die T-Reihe. Trollband 6 ins Regal stellen. Was passiert jetzt? Eine Wand offenbart sich uns. Wir haben einen neuen Zugang. Das ist zwar sehr schön, aber das hilft uns jetzt gerade nicht wirklich weiter. Und wir müssen hier irgendwie... Hier ist die I-Reihe. Illis Tod Band 6 einfügen. Ins Regal stellen, wie auch immer. Und es passiert nichts. Hier ist die I-Reihe. Leider unvollständig. Tja. Wie können wir das vervollständigen? Um ehrlich zu sein, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Aber auf jeden Fall sind alle Bücher in diesem Raum vorhanden, das weiß ich. Wenn ich nichts weiß, aber das weiß ich. Oh, Druidenband 5 erhalten. Ja, cool. Habe ich gar nicht gesehen zuerst. Ich glaube, das ist auch erst gespawnt, als das freigegeben wurde. Ich weiß das nicht, wie das ist. Vielleicht wisst ihr das ja.
Schreibt es in die Kommentare. Ah, hier liegt noch ein Buch. Zons Opus Band 6 erhalten. Okay. Untersuchen. Hier ist die D-Reihe. Druiden Band 5 ins Regal stellen, was wir gerade eben gefunden haben. Yay! Super! Wir öffnen ein Regal und es offenbart sich das nächste mit einem falschen Buch in der falschen Reihe. Illis Tod Band 3 erhalten. Okay. Ihr habt ja vorhin unten gesehen, dass wir zwei grüne Bücher brauchen. Das ist das zweite. Das ist das zweite. Da wollte ich nicht rauf. Verdammt. Falscher Weg! Wir sind aber total auf dem Holzweg. Jetzt müssen wir kurz einmal zurückgehen. Da wollte ich hin. Untersuchen. Hier ist II-Reihe. Illis Tod Band 3 ins Regal stellen. Jo. Damit ist auch die Reihe vollständig. Aha, hier liegt ein weiteres Buch. Weißmagie Band 4 erhalten. Wunderbar. Sehr schön, dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Also ihr seht, das ist ein Hin und Her, liebe Leute. Und ich mache das wohlgemerkt gerade ohne Lösungsbuch. Also ich könnte das Lösungsbuch zwar jederzeit zur Hand nehmen, aber ich mache es einfach nicht. Hier ist die Z-Reihe. Zons Opus Band 6 ins Regal stellen. Und hier offenbart sich ein Schalter. Aha, gleich mal betätigen. Tür wurde entriegelt. Wunderbar. Hier ist die W-Reihe. Weißmagie Band 4 einfügen. Ins Regal stellen. Ich sag's immer wieder falsch. Warum eigentlich? Weil das immer wieder zu schnell ausgeblendet wird. Blöderweise. Und jetzt können wir... Jetzt haben wir zwei Zugänge. Das ist blöd. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich gehe jetzt einfach hier... Nee. Ich gehe jetzt einfach mal hier entlang und komme in den Liftschacht. Gibt's hier irgendwelche Herzlosen? Nö. Nicht wirklich. Gut. Dann fahren wir hier einfach mal hoch. Ich hoffe jetzt nicht, dass das der Story-Weg ist. Es wäre jetzt blöd, wenn das der Story-Weg ist. Aber es sieht nicht danach aus. Das ist schon mal gut. Ja, es ist erstmal eine lange Wartezeit, weil ja der Fahrstuhl jetzt in Gang ist zu fahren. Ach ja, stimmt ja. Hm? Ja, also ihr seht, es gibt hier in Hollow Bastion viel zu tun. Ist aber auf jeden Fall eine sehr geile Welt. Ich glaube, das ist sogar mit meiner Lieblingswelt neben Nimmerland. Tatsächlich. Und natürlich Halloween Town. Ja. Es hat uns wirklich sehr viel gebracht, dahin zu fahren. Wir können jetzt den ganzen Weg nochmal zurückfahren. Scheiße. Aber ihr habt es auf jeden Fall einmal gesehen. Es war ein Weg in die Sackgasse. Und ich kann es leider nicht überspringen, liebe Leute. Also ihr müsst es euch leider angucken. Währenddessen kann ich ja schon mal den Nachfolger ankündigen. Also diejenigen, die mein Let's Schnacken Nummer 3 gesehen haben, dürften wissen, dass nach Kingdom Hearts 1 Tropico 4 kommen wird. Wovon ich übrigens noch nichts aufgenommen habe, aber ich weiß schon, dass ein Liedstück dabei ist, das geschützt ist. Wo ich euch schon mal fragen möchte, wenn dieses Liedstück kommt, wäre es schlimm für euch, wenn ich in dem Moment die Musik komplett rausnehme, also auch den Spielsound mit? Oder ob ich das so mache wie sonst immer, dass ich das von YouTube machen lasse und das dann die ganze gesamte Qualität leidet. Schreibt das in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. So, und jetzt sind wir wieder zurück. Und können jetzt wieder in die Wandelhalle gehen. Manche nennen es einfach Eingangshalle, aber die nennen das Wandelhalle. Und ihr seht, hier ist... hier ist Magie gefragt. Oh. Ah, okay. Aha. Der Brunnen läuft schon mal wieder. Sehr schön. Also ihr seht, hier jagt ein Rätsel das nächste. Mach mal das Feuer an hier. Und hier auch nochmal. So. Und dieser Steinkopf spuckt jetzt quasi für uns Magiekugeln aus. Ah! Ein rotes Trio-Tag. Gleich zerstören. Schade um den Stier. Aber wir müssen ihn zerstören, damit wir an das Stück rankommen. So, jetzt ist wieder Feuermagie gefragt. Sehr schön. Also wie gesagt, ihr seht, jede Menge Rätsel. Viel zu tun. So. Was war mit diesem Rätsel noch? Ein Platz, der meiner gebührt. Ich glaube, wir müssen ihn schieben, ne? Ich weiß das jetzt nicht. Müssen wir den so schieben? Oder müssen wir den so schieben? So müssen wir ihn schieben. Genau, so war das.
Wunderbar. Aha. Eine Schatztruhe erscheint. Ich sage jetzt immer Schatztruhe. Es tut mir leid. Aber für mich sieht das einfach aus wie eine Schatztruhe. Feuerrätsel. Immer noch nicht. Ah, da hinten ist noch eine. Da fehlt uns noch. Untersuchen. Ein Blitz ist eingraviert. Das heißt, hier müssen wir Blitzmagie wirken. Liegt jedenfalls am nächsten. Und eine blaue Flamme ist wegen dem Feuerrätsel erloschen. Gut. Und dann müssen wir jetzt praktisch nur noch den Blitz hier einmal wirken lassen. Magie. Blitzra. Und die Plattformen fahren sich aus. So haben wir mal eben einige Rätsel gelöst. Und nicht nur das, jetzt haben wir das Obergeschoss auch mit dem Untergeschoss verbunden. Emblemsplitter erhalten. Sehr schön. Der erste. Ja, wir haben alle vier schon zusammen. Emblemsplitter erhalten. Emblemsplitter erhalten. Und hier oben müsste die Truhe sein mit den anderen, mit dem letzten Emblemsplitter. Und nebenbei die Vasen kaputt machen, das muss natürlich sein. Man bräuchte es nicht machen, aber ich mache es trotzdem einfach. Einfach, weil ich es kann. Emblemsplitter erhalten. Sehr schön. Goofys Lebensbalken hat schon sein gesamtes Bild gefunden, sehe ich gerade eben mal so. So, während unser... Ja, unser hat auch das Bild überwunden, aber naja. Ist auf jeden Fall nicht so lang wie das von Goofy. War hier nicht auch noch eine Truhe irgendwie? Ja, oben, das weiß ich. Aber vielleicht hier unten auch noch? Nö, unten nicht. Okay, untersuchen. Und jetzt müssen wir jedes Mal neu klicken, damit sich die Splitter einfügen. So. Die Tür öffnet sich. Sesam, öffne dich. Und es folgt eine Cutscene. Warum? Es gehörte mir. Eins musst du wissen. Dem starken und reinen Herzen soll das Schlüsselschwert gehören. Was? Mein Herz soll schwächer sein als seins? In dem Augenblick war es das. Wie dem auch sei, du könntest stärker werden. Du hast die Tür zur Dunkelheit furchtlos passiert und bist nicht vor ihr zurückgeschreckt. Tauche tiefer in die Dunkelheit ein und dein Herz wird noch stärker. Was soll ich tun? Es ist ganz einfach. Öffne dich der Dunkelheit. Das ist alles. Lass dein Herz eins werden mit der Dunkelheit. Ja. Der mysteriöse Fremde aus der Insel des Schicksals ist zurückgekehrt. Und irgendwas hat er mit Rico gemacht. Und wir werden es herausfinden. Allerdings nicht mehr in die... Wow! Die Herzlosen sind da! Endlich nochmal ein kleines Abschlusskämpfchen! Juhu! Wie sich das anhört, Abschlusskämpfchen. Ein Abschlusskämpfchen für diese Session. Und ihr seht, wie gesagt, die Herzlosen sind extrem stark geworden. 120 Punkte, geil. Ist ideal fürs Training. Und ja, ihr seht richtig, wir haben es jetzt auch noch mit Magiern zu tun. Die gegnerischen Magiern, die sind nicht zu unterschätzen, auch wenn sie schwach aussehen, aber sie sind keinesfalls. Und es ist ziemlich laut gerade. Aber ich kann es gerade nicht leiser stellen, weil ich mich eben halt, ja, auf die Herzlosen konzentriere. Und der wurde mal eben durch den Zauber weggehauen. Also ihr seht, Zauber bringt gegen die nicht allzu viel. Eigentlich. Und die Schattenquasare sind auch da. Wunderbar. Jetzt können wir sie selber töten. Vorher mussten wir ja das Biest für uns kämpfen lassen. Aber jetzt können wir das selber machen wieder. Gott sei Dank, da bin ich sehr froh drüber. Ja, und genauso wie bei den Gargoyles, wenn sie sich teleportieren, sind sie für uns unerreichbar. Beziehungsweise, ja, wie soll man sagen, wegteleportieren. Wie kann man es nennen? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wisst ihr, was gemeint ist. Irgendwo hier rennt noch ein Herzloser rum. Genau da. Okay, den haben wir auch.
Sehr schön. Achso, das ist oben. Ah, alles klar. Ich wunderte mich schon, warum hier jetzt hier die ganze Zeit so ein Geräusch vorhanden ist. Aber das ist von den Blitzrätseln noch. Sehr schön. Den haben wir erledigt. Und den auch gleich. So, den nochmal erledigen. In die Fresse. In your face. Jetzt füge ich auch noch ein bisschen Englisch ein. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Einfach, weil ich es kann. Also ein kleines Abschlusskämpfchen hat schon was. Diese Herzlosen übrigens mit dem Schild nennen sich Defender. Und die machen ihren Namen alle Ehre. Wie ihr seht, genauso wie Goofy rennen sie mit dem Schild rum. Also man könnte diese Magier und diese Defender hier durchaus mit Donald und Goofy in Dunkelheitsform vergleichen. Nur dass sie noch ein bisschen stärker sind, sagen wir mal so, zumindest jetzt noch. Aber das ändert sich ja auch noch. Und ein noch anderer Herzloser, die sogenannten Bübern. So. Die bringen stolze 65 Punkte ein und heilen uns sogar komplett. Ist das nicht cool? Da kommt schon Bübern. Komm her! Auf die Schnauze! Und weg ist er. Und Goofy hat aber ordentlich Gesundheit verloren, muss ich sagen. Also ihr seht, wenn sogar unsere Gefährten Schwierigkeiten haben, die Herzlosen sind erheblich stärker. Wie gesagt, 10 Sterne. Und 10 Sterne sind nicht gerade wenig. So, wo ist er jetzt? Ach, da ist er. Komm her! Sehr schön. Wunderbar. Und ich sehe, die Stunde ist überschritten. Das heißt, wir werden jetzt die Vasen zerstören. Ich kann nicht anders. Ich muss die Vasen zerstören. Zumindest hier muss ich es einfach mal machen. Und jetzt werden wir in die Bibliothek gehen, denn dort war ja ein Speicherpunkt, wie ihr wisst. Dort werde ich dann abspeichern die erste Hälfte der 8. Session, glaube ich, inzwischen. Beenden. Ihr hört richtig, die 8. Session. Also ihr merkt, Kingdom Hearts ist wirklich ein ziemlich langes Spiel. Ich hatte ja in dem ersten Part gesagt, dass ihr davon ausgehen könnt, dass es wahrscheinlich ein ziemlich langes Projekt werden wird, so über 100 Parts rum. Es könnte auch durchaus sein. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Trainingsparts noch kommen werden. So, auf jeden Fall hat es mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, gebt diesen Parts doch einen Daumen nach oben und oder einen Kommentar. Das wäre super von euch. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dato sage ich, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss.